willkommen zum neuen Wochenvlog. Es ist Sonntag, der steht ja hier irgendwo. Ich blende das jetzt hier immer ein. Ich finde das super sweet. Die Inspiration habe ich von Shot from the Street. Eine meiner neuesten Lieblingsobsessionen auf YouTube. Ich finde ihren Style geil. Ist genau meins. Ihre Wohnung, wow. Wie sie ihre Videos macht, toll. Setzt ihr euch mal unten in die Infobox. Jedenfalls, meine Haare sehen heute ein bisschen rough aus, aber ist eigentlich egal, weil ich heute nicht rausgehe. Hab diesen alten Pullover von meiner Mom aufgegabelt, den ich irgendwie cool finde, weil er zeigt so viel von meiner Schulter. Da muss ich mich anstrengen, gerade zu stehen. Und das ist ja gut. Außerdem setze ich mich jetzt an den Schreibtisch, weil ich die Referenzen für Arbeit vorbereite. Und dann telefoniere ich irgendwann mit den T&D-Mädels und wir besprechen alles. Also gibt viel zu tun. Los geht's. Es ist schwer zu vloggen und nicht darüber zu reden, was einen beschäftigt. Aber ich will dieses ganze Thema jetzt nicht mehr ansprechen. Whatever. Ich habe gerade Mittag gemacht. Jetzt setze ich mich ran und bewerbe mich für die TinCon mit TND. Überhaupt habe ich mir gerade überlegt am Essenstisch, ich möchte meinen ganzen Fokus und alles, was ich mache, viel mehr auf TND legen als auf YouTube, weil ich will ja nicht meine eigene Person vermarkten, sondern das, was ich mache. Und das, was ich mache, ist eben TND. Und auch vielleicht mehr Fokus auf Themen als auf die Art, wie ich lebe. Trotzdem will ich noch darüber reden, wie ich mit gewissen Sachen umgehe. Ich möchte aber an dieser Stelle mal den stillen Zuschauern auch danken. Ich weiß, es ist der allergrößte Teil. Ich habe mir jetzt mal neulich überlegt, so ein Video gucken, keine Ahnung, 3000 Leute. Und wenn da 65 irgendeinem Daumen hoch geben auf irgendeinen Kommentar, dann ist das trotzdem so ein kleiner Teil. Und das macht mir so zu schaffen, aber ich denke gar nicht an diese 2940 Leute, die da keinen Daumen hoch gegeben haben, wisst ihr? Und denen möchte ich jetzt gerade mal danken, weil ihr seid eigentlich... Ich bin auch ein stiller Zuschauer, also ich schaue, keine Ahnung, so Ella seit 2011, so lange, und ich habe vielleicht insgesamt, wenn überhaupt, einen Kommentar mal geschrieben. Und ich mag sie so gern und ich finde auch nicht alles gut, was sie macht. Wirklich, manches regt mich so auf. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, bevor die überhaupt duschen gehen, laufen die noch im ganzen Haus rum, lassen das Duschwasser aber schon an. Was ich wirklich so schlimm finde, aber das kommentiere ich nicht, sondern ich nehme hin und gehe weiter meinen Weg und gucke das einfach zur Bespaßung an. Keine Ahnung, ich sehe in ihr einfach nur das ganze Gute, was sie getan hat, so für ihre Anxiety und so. Aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich bin auch so ein stiller Zuschauer und ich finde, die werden viel zu wenig gelobt. Also danke, dass ihr auch da seid. Und aber auch an alle fleißigen Kommentarschreiber, die immer wieder schreiben und immer wieder Liebesachen und konstruktive Kritik. Auch an euch möchte ich einfach sagen, danke, dass ihr da seid. Und auch an meine Instagram-Follower, von denen ich eigentlich nie was Schlechtes höre. Wirklich, die auf Instagram sind die allernettesten. Weil die sich wahrscheinlich noch über YouTube hinaus dazu entscheiden, mich noch mehr zu verfolgen. Weil sie mich so sehr mögen, dass sie mich auch immer, wenn sie auf Instagram gehen, sehen wollen. Finde ich süß. Und übrigens, mein Bruder meinte von Snora, willst du heute mit zur Oma kommen? Und ich so, ne, ja, es sind wieder 2 Stunden Fahrt. Insgesamt mit Bus und Bahn. Und da meinte er, kannst ja auch alleine mit dem Auto fahren. Und ich so, Aber meine Eltern meinten so, ja, das schaffst du. Und jetzt fahre ich dann alleine dorthin. Beziehungsweise sagt mein Bruder erst ein, dann fahren wir zusammen. Ich glaube, das ist wirklich kein Problem. Plus, wenn irgendwas passiert, bin ich halt alleine. Aber naja, das wird auch nochmal spannend. Das ist so, in 2 Stunden mache ich da los. So, oh Gott, die sieht richtig krank aus. Gerade noch Mittagsschlaf gemacht und feiert los. Wünscht mir Glück. Boah, ich kann auch mal einen Car-Vlog machen, aber wartet mal. Fokus muss wieder jetzt klappen. Jemand meinte im letzten Video war es nicht so gut. Sehe ich auch ein. Es hat gut geklappt. War jetzt schon bei meiner Oma. Habe jetzt gerade meinen Pool abgesetzt. Der bringt jetzt noch seine Wäsche ins Auto. Und dann fahre ich auch schon wieder nach Hause. So schön kann es gehen, aber es hat Spaß gemacht. Ich bin trotzdem noch ein bisschen unsicher. Also ich bin noch nicht ganz so, dass ich mir sage, yo, ist halt trotzdem erst meine zweite Fahrt jetzt alleine. Aber gut, ich fahre immer nach Regeln und immer ganz vorsichtig.
da kann jetzt nicht so groß viel schief gehen. Und irgendwann sitze ich dann vielleicht hier und kann einfach reden mit euch. Und alles ist ganz easy peasy. Schaut euch mal an, wie gemütlich das aussieht. Wirklich, ich komme schon mal weg. Es ist wirklich, also ich liebe so die Schreibtisch-Area. Und vor allem auch, wenn viel los ist und man sieht so, dass ich viel mache und so. Und dann ist noch eine Blume und eine Kerze. Lieb's. Ja, ihr Lieben, ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn, aber irgendwie feiere ich es auch. Habe jetzt ganz lange mit den Mädels telefoniert. Gehe jetzt ins Bett, lese noch ein bisschen. Und dann ist auch schon der nächste Tag, auf den ich mich freue. Also, bis morgen. Immer schön positiv bleiben. So, jetzt esse ich meine riesen Bowl voller Obst. So kann der Morgen beginnen. Das ist übrigens der Mangos, Birnen und Orangen drin. Ich habe jetzt noch eine halbstündige Dance Party eingelegt. Aber ich wollte euch mal meine neue Hose zeigen. Weil im letzten Video war ich ja bei Wonky. Und an diesem Tag habe ich mir auch diese Hose gekauft. Aber nicht die, die ich auf dem Video anhatte. Und ich liebe euch immer noch mit der. Aber ich muss, glaube ich, mehr Oberteile kaufen. Weil ihr seht mich ja immer von oben. Das macht mehr Sinn, oben mehr Sachen zu haben. Aber eigentlich brauche ich erstmal nichts. Es wird ja jetzt Frühling. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen kompletten Kleiderschrank. Kann ich jetzt für die neue Jahreszeit erstmal wieder entdecken. Aber Hose. Diese Hose ist ein Träumchen. Sie hat dieses Muster hier. Und sie macht einen guten Booty. Aber ist nicht eng oder so. Man kann in ihr sitzen. Und ja, dieses Muster, das ist dunkelblau, gelb, weiß. Deswegen habe ich heute auch dunkelblau dazu an. Also man kann auch schwarz anziehen und so. Und ich feiere es, weil ich ja eh mehr so ein schick, aber casual Style habe. Und da passt die sehr gut rein. Ja, und jetzt werde ich mich hinsetzen, noch ein bisschen worken. Bis dann unser Tierendier Video Pitch Call ist, weil die haben so ein Video Pitch gewonnen. Wir müssen das auch wirklich so bam, bam, bam. Junge Zielgruppe, 12 bis 20. Was Ähnliches, ganz Individuelles schnüren und dann hättet ihr, ich sag... Weil das wird so, so gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde mit der telefoniert, dann nochmal nachbereitet. Die Mädels kommen nach Erfurt im April. Ich freue mich so doll, weil wir erst einmal zusammen auf einem Fleck waren. Und es ist natürlich schön, beieinander zu sein. Dann filmen wir das und es wird spannend. Es bleibt spannend. Jetzt mache ich mir erstmal mein Curry von gestern warm. So ein schöner sonniger Tag heute. Ich habe jetzt noch ein bisschen Mittagsschlaf gemacht. Das geht immer besonders gut, wenn es so warm ist. Und jetzt machen wir los zum Zahnarzt. Und dann gehe ich noch zu meinem Freund. Der ist ja die ganze Zeit auch in Dresden. Der macht erst morgen zurück nach Leipzig. Deswegen dachte ich mir, nutzen wir die Chance und fragen vielleicht mal an, ob er heute Zeit hat für mich. Ja, mal sehen, wie es wird. Beim Zahnarzt, ich hoffe, alles ist wunderbar. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern nicht gevloggt, weil ich habe irgendwie nie angefangen. Wir waren ein bisschen Besorgungen machen und Pflanzen kaufen für unsere Bäder gestern. Aber ja, heute fahre ich nach Leipzig ganz spontan abends zu meinem Freund. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. So, Freunde, ich habe mir Freude der Sonne. Ich habe mir jetzt meine Haare geklärt, weil weiß ich auch nicht, ich hatte mir ein neues Shampoo gekauft, aber irgendwie ist es nicht so gut wie meine Handseife in Erfurt. Aber in Erfurt bin ich jetzt erstmal nicht, weil ich jedenfalls bald ist ja Ostern und ich wünsche mir, oder wir alle Kinder kriegen dieses Jahr von unserer Mama ein Buch, was ich super gut finde. Und da waren wir gestern hochladen, ich habe mir gleich eins ausgesucht und zwar ein ganz neues Leben, weil ich ja den ersten Teil, also schon ein, zwei Jahre sogar schon her, gelesen habe. Wie hieß das denn? Ein ganzes halbes Jahr. Und ich mochte das, weil das, also sie ist ja da in Paris, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte Bock auf irgendwas mit Paris und wollte eh den zweiten Teil lesen. Und habe ich mir jetzt das ausgesucht. Und das packe ich jetzt ein. Es gab da so eine süße Tüte dazu. Das ist zwar eine Werbetüte, aber echt ganz sweet. Ich packe mir selbst mein Ostergeschenk ein, lol. Und dann
wir noch Band gekauft. Weil ich bin ja gegen, also wir kaufen kein Geschenkpapier mehr. Aber Band braucht man. Also wenn man so in Zeichnungspapier zum Beispiel einen packt und dann so ein Band, so ein buntes drüber, sieht schon total schön aus. Genau, das ist von Rossmann, falls sich jemand auch dieses blaue Band kaufen möchte. Und ich versuche jetzt mal mein Glück. Wow! Ich habe jetzt gerade mein Video gedreht. Ich zeige euch mal, wie ich hier immer stehe. Ich auf diesen ganzen Brühe schauen. Ich räume mich jetzt erstmal wieder zurück. Und jetzt mache ich mich ans Schneiden und Hochladen. So, Video ist geschnitten, lädt gerade hoch. Ich nehme jetzt meinen Laptop, gehe runter und mache mir was zu essen. Warum ist das so dunkel? Mein Bruder hat ein Duftbuch zu Ostern. Ich hoffe, er sieht es jetzt nicht. In ungefähr einer halben Stunde mache ich los, weil ich auch immer erst eine Stunde brauche, bis ich beim Hauptbahnhof bin. Dort fährt dann meine Mitfahrgelegenheit los. Jetzt antworte ich noch meiner Brieffreundin Michelle, mit der ich in der 6. Klasse im Internat war. Und dann packe ich alles final zusammen und kann starten. Pieps, noch ein Update vom heutigen Tag. Ich bin jetzt bei meinem Freund. Es ist noch eigentlich Mittwoch, ne? Ja, dann sehen wir uns morgen. Guten Tag, meine Lieben. Es ist schon 16.34 Uhr. Ich vlogge hier nicht so gerne. Gerade sehe ich auch, dass die Kamera blinkt. Wir sind heute aufgestanden. Habe ich mir Porridge gemacht. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Der war fit. Ich habe gearbeitet und für Tierendiers Stuff gemacht. Zum Thema Körperbehaarung. Den Artikel verlinke ich euch mal in der Infobox. Ist mir so eine Idee gekommen. Sowas war so früher ein Tabuthema. Und da ist mir Rasur eingefallen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es vor allem so, oder was ich in Erinnerung habe, ist, dass meine Mutter vor allen Dingen immer meinte, ich soll mich nicht rasieren. Oder ich darf mich nicht, oder hat mich da nicht unterstützt, oder war damit nicht offen. Ich nehme mir das jetzt nicht übel, aber ich hätte es mir anders gewünscht und ich werde es auch anders bei meinen Kindern machen. Und ich als junges Mädchen habe mich dann immer schlecht gefühlt, weil ich diesen Wunsch hatte, meine Haare, und ich hatte immer dunkle Haare. Viele haben ja blonde Armbehaarung und so. Meine waren dunkel. Hatte immer diesen Wunsch, die zu entfernen. Egal. Darum geht es auf jeden Fall. Aber um viel mehr. Es geht ganz normal um das Thema Rasur. Ich sitze jetzt hier mit meinem Buch, was mir die Rebecca ausgeliehen hatte. Ab bitte. Habt ihr jetzt auch ein Geschenk gekauft? Das kann ich euch immer nicht zeigen. Ich zeige es euch dann nächste Woche. Das muss auch noch komplettiert werden, aber... Also, ich schenke ja immer Sachen, die ich gerne selbst hätte. Meistens liegt man da gar nicht so falsch. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wir waren jetzt gerade bei seiner Schwester im Café. Ich liebe das einfach, so in einem Café zu sitzen. Und wenn ich wieder in Erfurt bin, muss ich das viel mehr machen. Nicht so viel zu Hause sein, sondern mehr raus an die Welt. Selbst wenn es im Café ist. Selbst da hat man noch so eine soziale Komponente und Leute sind irgendwie um einen rum. Das ist viel besser, als alleine in seiner Komorke zu sitzen. Nun ja, ich lese mal weiter, weiß nicht, was wir heute noch machen, außer Germany's Next Topmodel schauen, das ist safe. Ansonsten melde ich mich dann einfach morgen bei euch. Bis dahin. Good morning, Lieben. Diesmal stehe ich auf zwei Schuhboxen, sitze in der Küche und habe gerade den Gefleisch schon gefilmt, den ich jetzt schneiden werde. Und dann werde ich, weiß nicht, heute irgendwann gegen 15.30 Uhr losmachen. Eine Mitfahrgelegenheit gebucht und bin dann irgendwann abends wieder in Dresden. Das ist für mich chilliger, sodass ich morgen den ganzen Tag mich schön auf mein Kamingespräch vorbereiten kann, habe ich euch davon eigentlich schon erzählt. Also ich habe es auf jeden Fall auf Instagram gesagt, aber das Café V-Cake, wo ich ja auch schon öfter mit euch war, also euch hier mitgenommen habe, wo auch die Uni gearbeitet hat, die haben mich eingeladen für ein sogenanntes Kamingespräch, wo so ein
Gespräch einfach ist, da geht es um Selbstfindung und so weiter und so fort und was das alles mit Ernährung zu tun hat für mich und wie das bei mir war. Und es ist noch ein anderer dabei, und zwar der Artgenosse, und da will ich mich morgen eben schön in der Zone befinden und nicht erst von hier losmachen und irgendwie im Stress sein. Deswegen, ich freue mich aber auch auf zu Hause. Hallo ihr Lieben, ich wollte den Vlog noch beenden, weil ich fange heute schon an, den neuen Vlog zu vloggen für nächste Woche. Aber ich hatte kein richtiges Ende gefunden und ich bin jetzt wieder in Dresden, wie ihr seht. Heute ist mein Kamingespräch im Café Recake. Freue ich mich schon sehr, sehr doll. Aber das werdet ihr dann, wie gesagt, nächste Woche sehen. Aber schaut mal, das wollte ich noch mit euch teilen. Ich habe ja, also meine Haut ist ja eigentlich perf. Was ist das? Ich habe da jetzt Thema draus gemacht, aber... Und hier ging es ja letzte Woche schon los. Ich weiß nicht, was gerade mit meiner Haut los ist. Es könnte daran liegen, dass ich meine Tage heute kriege. Wahrscheinlich liegt es daran, wahrscheinlich aus einer Mischung aus verschiedenen Faktoren. Aber ich bin heute Morgen aufgestanden und so, das war mir so relativ wurscht. Ich fand es schon komisch, dass jetzt so viele Pickel hier so kamen. Aber das ist ja wirklich krass. Und ich habe halt so Angst, weil es gibt halt so viele Geschichten von Leuten, die immer gute Haut hatten, bis sie irgendwie 21 waren und dann plötzlich Akne bekommen haben. Und ich habe halt Angst. Aber ich habe meine Haut immer gut geschätzt und wenn es jetzt ganz böse wird, ich glaube, es wird nicht ganz böse, dazu habe ich einfach einen zu gesunden Lebensstil, den ich aber auch den letzten Tagen ein bisschen schleifen habe lassen. Deswegen greife ich den jetzt, glaube ich, wieder eher auf. Gerade auch, wenn man seine Tage hat, ist ja besonders wichtig, sich gesund zu ernähren. Wie dem auch sei, danke fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Woche.